Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge Astria Ascendant. Weiter geht's hier in Stiertempel. Stay alert. Mit den ganzen Mobs, die ich nicht mag. Let me help. I'll take you all on. Yeah. Oh, Echo hat Dings. Das gefällt mir gar nicht. Ich mag diese Viecher nicht. Ich habe, by the way, bei Welle gerade vergessen, auf 200% zu gehen. Ja, wir haben noch einiges hier vor. Der Dungeon ist sehr, sehr riesig. Wir haben noch nicht mal 50% hier erforscht. Das liegt daran, weil wir letzte Folge auch, also wir hatten da und noch woanders einen richtig gigantischen Raum. Was hat es mit den Schalter aus sich? Ich guck erstmal, was hier unten ist. Gar nichts. Okay, was hat das mit den Schalter auf sich? Okay, darauf muss ich das Ding stellen. Ja, und was ist jetzt passiert? Okay, ich konnte hier rechts auch noch nach oben. Ah, hier ist nur eine Kiste. Eine Pesca-Kappe. Pesca kann die Pesca-Kappe nicht tragen. Sie trägt die schon. Er aber nicht. Ja, zwei Magieverteidigung dazu. Besser als nichts. So. Aber. Wo kann ich jetzt hier hin? Also der Knopf muss ja was bewirkt haben. Ist das Tor vielleicht unten? Ah, die Tür ist aufgegangen. Okay. Ui, ich kriege ein neues Ding. Und jetzt sind wir auch genau bei 50%. Okay, ich bin gespannt, was das ist. Erdring aufwert. Und der Erdring verfügt nun über eine neue Macht. Ulan kann jetzt mit ihrer Statue die Plätze tauschen. Nutzt dazu den Erdring, um eine Statue zu beschwören und drückt anschließend L2 um Ulan und... Was soll mir das bringen? Ich muss irgendwie zum Schalter hin. Ich check es nicht wirklich. Klack. So, und die tauschen. Was habe ich davon? Was bringt mir denn das hier? Ich muss ja irgendwie auf den Schalter kommen. Was habe ich davon? Ich muss doch hier irgendwie durch.
Spiel, bitte. Bisschen mehr Erklärung dazu wäre sinnig. Also da ich da den Ring bekomme, muss das irgendwas in den Raum sein und ich checke es anscheinend nicht. Ja, sie kann die Position tauschen, aber... Ah, Moment. Es hat Klick gemacht. Okay. Ich muss es mit anderen Fähigkeiten kombinieren. So, hier ist ein Portpunkt. Der wievielte ist das eigentlich? Das ist der dritte von vier, okay. Ich bin relativ fit, ne? Ich denke, ich brauche ihn nicht. Das ist ein Temperament. Achso, das ist das, was ich ihnen neu beigebracht habe. Und Mut auch. Das kann in Bosskämpfen sehr, sehr nützlich sein. Wenn Echo zum Beispiel nicht so viel Schaden mit seinen Lichtzaubern macht. Toll. Mhm. So, bevor der regeneriert, bitte umhauen. Thunder! Okay, Kistchen. Ein großer Helm. Ist was für Ulam. Plus 3 Magieverteidigung. Das kann dann bestimmt er auch tragen. Oh, er trägt das schon. Okay. Dann kriegt es Ulam. Ich finde das irgendwie total verwirrend, wie die Räume hier aufgebaut sind, weil hier, es wird ein Gang nach links angezeigt. Also das hätte das Spiel ein bisschen besser machen können, diese Map anzeigen. Das ist nicht so ganz optisch toll gelöst. Ich bin es ja aus diversen Metroidvanias gewohnt, dass diese Karten Mist sind. Also ich denke da an Ender Lilies zum Beispiel oder an Fist. Da waren die Karten nicht gut. Aber so in Bloodstained oder Castlevania, das sind halt gute Karten. Also es geht auch besser. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber wenn es mehrere Ebenen gibt, habe ich festgestellt, ist die Karte Müll. Das
haben wir besonders in der letzten Folge gesehen. Thunder. It's over. Was sind das für Geräusche hier die ganze Zeit? Möchten die mir gefallen? Ich glaube nicht. So, das bricht zusammen. Ich kann nach links springen, ne? Ja. Jetzt macht der Weg nach links schon ein bisschen mehr Sinn. Let's finish this ASAP. Let me help. Light. Aua. My turn now. Oh Mann, hör auf damit. Ich mag das nicht. Ice. Na, er muss zweimal zaubern, ansonsten stirbt sie nicht. Boom. Daumen nach oben, Dagmar. Diese Folge sieht das besser aus. Ich habe mich darüber schon letzte Folge ausgelassen. Es ist einfach unfassbar, dass die, wenn die kontern, sich auch regenerieren. Ist ein bisschen blöd. Nämlich könnte man stark abusen. Ja, ich hätte auf den Einsatz ziehen. Vielleicht gehen sollen. Jetzt verballern wir nochmal eine Welle, aber egal. Great work. So. Ja, es ist wieder ein etwas größerer Raum, habe ich irgendwie den Eindruck. Oder? What the fuck war das? Da fliegt ein Drache oder was das ist. Ach, da ist ein Abgrund. Oh, das hat man nicht so gut gesehen. Okay, da ist schon der Abgrund. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung. Hä? Wo bin ich gegengesprungen? Ich bin irgendwo gegengesprungen. Ich will die Kiste haben, Mann. Wird wahrscheinlich nur Ausrüstung sein, aber... Ah, Moment. Runter da! What could it be? Ein Omnitank X. Ich frage mich, was passiert, wenn ich dieses Ding berühre. Achso, als ob mal ich in eine Schlucht springe. Okay, dann Beeilung. Ich bin irgendwo gegengesprungen, super. Was ich mich frage ist, kann ich vielleicht eine Barriere bauen? Nein.
So. Ja, das bringt mir nichts. Wo muss ich dann hin? Das hilft mir ja nur, um an die Karte zu kommen. An die Kiste zu kommen. Dann muss ich ja hier irgendwo hin. Hä? Oder warte. Ist das ein anderer Gang? Ist das... Das sieht ja nicht so aus, als wo ich hergekommen bin. Nein, 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 ist ein anderer Gang. Okay, okay, okay. Okay, hier ist irgendwie gar nichts los. Oh, das ist wieder so ein riesiger Raum. Oh, Kotz. Plus Hinterhalt. Oh nein. Die Gruppe fuckt mich maximal ab. Ja, dürfte ich irgendwann auch mal? Das heißt wohl nein. Sag mal! Ich weiß, es ist ein Hinterhalt, aber die sind ja schon fast zweimal dran gewesen. So, ich möchte mal was ausprobieren. Ich habe hier eine neue Fähigkeit mit ihnen. Das ist, glaube ich, neu. Omni-Schlitzer ist neu. Oh, der kostet 40 MP, ne? Und TP aufgeben und opfern ist neu. Omni-Schlitzer. Versuch Fischischall an allen Zielen. Ich bin mal gespannt, wie gut das ist. Bam! Das ist sehr fehlgeschlagen, möchte man meinen. Habe ich mittlerweile einen Multi-Nix-Blitzzauber? Nein. Okay, dann machen wir den etwas schlechteren. Wie sie ihn auslacht. I'm ready. Aber dass dieser Dings 40 MP kostet, dann muss ich mit Alec an MP noch arbeiten. Excuse me? Ja, weil ich Minus habe, kann die Konzentration nicht passen. Holen wir uns mal ein bisschen welche dazu wieder. Jetzt sind die wieder dran. Oh Mann, das nervt mich. Die Fähigkeit kann auch nach hinten losgehen. Oh, da unten ist wieder so ein Würmchen. Hier oben komme ich ja nirgendwo hin, ne? Ja, da ganz rechts ist ein Gang, wo ich im Endeffekt hin muss. Versuch mal erst jetzt hier rüber zu gehen. Da komme ich wahrscheinlich nicht drauf, ne? Ich muss unten lang. Okay. Würmchen, komm!
Ja, nee, ist klar. Okay. Geh erstmal jetzt hier hin. Es ist eine Mimik. Let's fight. Es sind zum Glück diese Wasserviecher nicht dabei. I'm ready. Light. I'll take you all. So, du kriegst mal noch mal eine Chance, deinen Omni-Schlitzer mir zu präsentieren. Yeah. Eben bist du fast. Ja, das gefällt mir schon besser. Vor allem, der Schaden ist höher, als wenn er normal angreift. Und dann noch auf alle. Das rechtfertigt die 40 MP auf jeden Fall. Nice. Nochmal? Ah, schade. Ja, da muss ich leider in die Vollen gehen. Sonst besteht die Gefahr, dass er überlebt. Oder sie. Ich mach's mal nur auf ein. Dass wir safe einen ausschalten. Das war keine gute Entscheidung. Jetzt heilt er sich hoch. Scheiß Mimik, ey. Oh, da ist ein Werteorb aber drin. Kann das scheiß Wurmfiege bitte kommen? Ich bin zu neugierig. Ist da links was? Ich kann hier runter. Oh, wait. Das ist im Endeffekt der richtige Weg, oder? Dann gucken wir... Ach, hier rechts geht's nicht weiter. Sehe ich das richtig? Jupp, das sehe ich richtig. Okay. Das schaffst du, Ulan. Komm. Da kommt der Wurmi raus. Habe ich keine Lust zu. Okay, der Raum ist auch relativ groß gestaltet. Oh, das ist gut. Das sind drei dieser... Lichtviecher. Bei der nächsten Auflevel-Session muss ich auch mal gucken, ob auf Aerios Brett irgendwo der Flächenzauber ist. Also wir haben jetzt mittelgroßen Lichtschaden auf alle Gegner und ob der den Riesenzauber auch hat. Da ist das Konterfisch schon mal weg. Und die überleben das erst recht nicht. Okay, unten ist wieder so ein Vieh. Was haben wir hier rechts? Ich komm hier nach oben. Das ist einfach nur ein Rückweg, okay.
Hier geht's noch weiter nach unten. Komm, scheiß drauf. Kiste. Mimik. Ein Äther. Hier geht's nicht weiter. Okay, dann geht's hier runter. Ich hätte da auch einfach eben... Ah, hier geht's raus. Wo geht's da hin? Okay, das ist der Ausgang. Was ist das andere da, wo die Dissonanz ist? Das könnte mir schon knapp sein. Ich wollte nicht runterspringen. Focus on the battle. Let me help. Light. Aber heute habe ich das Gefühl, haben wir mehr Fortschritt als so sonst. Ja, wir haben nicht diese ganz riesigen Räume gehabt. Ich mach mal Omnischlitzer. Bäm! Oh, der Move gefällt mir. Der Move gefällt mir. Das ist etwas, was Alec gefehlt hat. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das hat er mit dem Mehrfachtreffer was gegen einzelne Gegner und auch was gegen viele. Ah, schade. Er greift nicht doppelt an. Es ist bloß sehr, sehr teuer. Apropos teuer, ich mach mal den dicken Eiszauber, der auf alle geht. Das reicht nicht mal, okay? Ich mach mal Welle. Trifft natürlich nicht. So, geht doch. Aber was ist jetzt hier? Es ist einfach ein alternativer Weg dahin, okay. So, ich bin bei 76%. Hinterhalt, fuck you. Aber wenigstens die blauen Viecher sind nicht dabei. Obwohl die Dame mit der Feuerkugel, die mag ich auch nicht. Wir kriegen ja noch einen Teleportationspunkt hier irgendwann. Den werde ich auch definitiv nutzen. Weil ich werde mit Alec jetzt wahrscheinlich etwas öfter mal das hier benutzen, den Omnischnitzer. Den muss ich bald auch auf seine MP-Felder gehen. Bisher war das halt nicht so notwendig bei ihm. Können wir ihn auch so 700 geben, denke ich mal. Das wird knapp nicht reichen, wenn er nicht zweimal angreift. Go. Let me help.
ich finde das so stark von Ulan, ne? Diese Fähigkeit, dass sie andere verteidigt. Vor allem mit ihren dicken HP. So, man könnte quasi Ulan und drei Magier beschäftigen. Ah, leider darf er nicht nochmal. So, die nächste Dissonanz. Ja, der Raum hier ist nicht so riesig. Aber wir sind schon am Ende der Folge. Ziemlich. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir erst recht nicht. Thunder. Ready. Dass er sich zweimal darf, gefällt mir auch nicht. Like that. I'm ready. I'll take you all on. Like that. Das wird nicht so viel machen, ne? Aber ist neutral immerhin. Let me help. Er ist leider nicht dran. Nein! Dann müssen wir das so machen. So, jetzt darf er wählen. Wieder. Ich hasse Betäuben. Das ist ein furchtbarer Zustand. Ja, das hätte ich jetzt beenden können, aber ist egal. Ja, wir haben 3/4 des Tempels fertig. Ich hoffe mal, dass wir nächstes Mal dann den Tempel final fertig kriegen. Ich finde ihn ein bisschen zu lang, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!